Hallo, ich möchte euch heute ein kleines Büchlein vorstellen, und zwar Deutschlandreise von John Irving. Dieses Buch habe ich gerade quasi geschenkt bekommen bei einem Flohmarkt und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe bisher noch nie was von John Irving gelesen. Auf meinem Stapel mit ungelesenen Büchern liegt aber ein Buch von ihm und er wurde mir auch häufiger empfohlen als Autor, aber ich wusste sonst an sich nichts über ihn, außer dass Leute gesagt haben, das könnte mir gefallen. Und ich tue mir hier immer so ein bisschen schwer, Sachen über Leute zu lesen, also Sachen von Leuten zu lesen, wenn ich überhaupt nichts Positives über den Autor, die Autorin weiß. Und deswegen habe ich dieses Büchlein geholt. Hinten auf dem Buchrücken steht auch eigentlich, worum es geht, und zwar John Irving über Günter Grass, Elisabeth Mann-Borges, über Marcel Reich-Ranicki und Hunde, die Klavier spielen können. Ein Stimmungsbericht über das Deutschland der 90er Jahre. Genau. Deswegen war ich dann nicht mehr ganz so abgeschreckt von dem Titel Deutschlandreise, weil das ein bisschen merkwürdig klingt. Und der Buchrücken fasst es auch ganz gut zusammen. Ich habe mir so ein paar kurze Zitate aus diesem Buch rausgesucht, einfach weil Zitate immer einen ganz netten Einblick daran bieten, wie dieses Buch ist. Als erstes finde ich gut, dass er in diesem Bericht auch ein bisschen über sich geschrieben hat und über seinen Schreibstil. So schreibt er: "Aber ich habe sehr wenig Symbolisches und noch weniger Subtiles an mir. Und deshalb werde ich meine Geschichte von der abenteuerlichen Begegnung mit Thomas Manns Tochter im Flugzeug künftig Claudius Nase nennen." Ich finde es interessant, dass er sich so beschreibt, und kann mir deswegen vorstellen, auf jeden Fall Bücher von ihm zu lesen, weil es so klingt, als ob sie nicht so kompliziert wären. Was ich immer sehr wertschätze an Büchern. Und er geht ja hier schon auf die Tochter von Klaus Mann, nein, falsch, auf die Schwester von Klaus Mann, auf die Tochter von Thomas Mann ein. Und da fand ich seine Beschreibung zuerst sehr merkwürdig von ihr, aber das hat er dann auch reflektiert. Also auf einer Seite schreibt er: "Ich begann mir Sorgen um sie zu machen. Erst später wurde mir klar, dass ich sie zwangsläufig als eine der Romanfiguren ihres Vaters erlebte." Das fand ich sehr interessant, dass er seine ersten Interpretationen von ihr dann auch wieder so zurückspiegelt und überlegt, woran das lag. Finde ich einen sympathischen Zug an ihm. Eine andere Person, wo er das nicht so macht, worauf ja schon im Buchrücken eingegangen wird, und zwar schreibt er auch über Marcel Reich-Ranicki. Die Stelle, wo er da speziell über ihn schreibt, habe ich auch rausgesucht, und zwar: "Vor kurzem erschien auf der Spiegel-Titelseite vom 21. August 1995 ein Foto von Marcel Reich-Ranicki, einem selbstgerechten, autoritären, aber umjubelten Kritiker, wie er Grass' jüngsten Roman brutal zerfetzte. Tatsächlich sieht es aus, als hätte Reich-Ranicki das Buch mit seinem kahlen Schädel entzweigehauen. Dabei sollte man meinen, die Deutschen müssten ein feines Gespür für eine derart symbolträchtige Darstellung der öffentlichen und ganz konkreten Vernichtung eines Buches haben. Oder ist das Zerfetzen eines Romans ein politisch korrekter Ersatz für eine Bücherverbrennung?" Diesem Zitat sind schon zwei Dinge, die mir an diesem Buch gefallen haben. Einmal wusste ich nicht, dass er mit Günter Grass befreundet ist. Und über Günter Grass wusste ich auch nichts. Ich habe mitbekommen, dass irgendwann, als ich jünger war, herauskam, dass Günter Grass in der SS, glaube ich, war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das wollte ich das noch nachgucken, habe ich aber vergessen. Ups. Auf jeden Fall waren viele Leute von ihm da enttäuscht, und da ich überhaupt nichts über ihn wusste, war ich jetzt auch nicht sonderlich überrascht, dass ein alter deutscher Typ in der SS war. Keine Ahnung. Aber
Er beschreibt jetzt Günter Grass und wie er aufgetreten ist und so. Und deswegen kann ich jetzt eher nachvollziehen, warum Leute überhaupt Günter Grass mochten und deswegen dann enttäuscht waren. Was ein überraschender Nebeneffekt war, ein Buch von John Irving zu lesen. Und die andere Sache hier ist, dass er ja klar diese Aktion von Reich Ranicki in den gesamtgesellschaftlichen deutschen Kontext setzt, was und zwar mit klaren Worten. Das hat mich auch sehr überrascht und hat mir sehr gefallen. Ich habe dazu noch ein anderes Zitat rausgesucht und in seinen eigenen Beschreibungen und Beobachtungen geht John Irving auch darauf ein, dass er zur Zeit der Wiedervereinigung in Deutschland war und genau, tatsächlich in der Nacht der Wiedervereinigung oder des Mauerfalls, das weiß ich gerade nicht mehr so genau, er in seinem Hotel lag mit seiner Frau und das Fenster offen hatte und sie dann gehört haben, wie Deutschland den Deutschen gerufen wurde. Und er das tatsächlich so ein bisschen erwartet hatte von der Stimmung, die er so in Deutschland mitbekommen hat. Er hatte am nächsten Tag eine Buchvorstellung in einem Buchladen und da erlebt er auch noch mal was, was ich hier einfach zitieren werde. Am Morgen fuhr ich in eine Buchhandlung, um dort meine Bücher zu signieren. Der Buchhändler war ziemlich verlegen wegen des Hakenkreuzes, das jemand an sein Schaufenster gesprüht hatte. Das hat nichts zu bedeuten, erklärte er mir. Das sind nur Vandalen. Aber wie konnte ein Hakenkreuz in Deutschland ohne jede Bedeutung sein? Dieser Stimmungsbericht, der ja auch im Buchrücken angekündigt wurde, hat mir besonders gut gefallen. Es hat mich überrascht, wie kritisch und direkt die Beschreibungen sind. Und deswegen hat mir dieses Büchlein gefallen. Es ist nicht das Einzige, was es ausmacht. Zum Beispiel beschäftige ich mich ja viel oder habe mich viel mit Klaus Mann beschäftigt. Und deswegen finde ich es auch interessant, was hier über seine Schwester gesagt wird. Aber generell, wenn man jetzt sich für die Familie Mann nicht interessiert, ist es trotzdem spannend, wie er Deutschland erlebt hat. Deswegen kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Eine Sache, die mir in diesem Buch aufgefallen ist, die scheiße war, ist, dass er hier für einen kleinwüchsigen Mensch einen sehr behindertenfeindlichen oder diskriminierenden Begriff benutzt hat. Und genau, das ist sehr schade an diesem Büchlein, weil es ist eigentlich sehr kurz und ansonsten ist mir nicht sonderlich viel Negatives aufgefallen. Aber genau, dieser Begriff wird auch einfach zweimal verwendet und das ist ja schade. Deswegen wollte ich das kurz sagen. Aber generell ist das Büchlein, hat es mir sehr gut gefallen und es sind auch nur knapp 80 Seiten in diesem kleinen Format. Mir hat einfach diese ehrliche Beschreibung sehr gut gefallen von einer Zeit, in der ich gelebt habe, die mich deswegen auch geprägt hat, diese Stimmung, aber in der ich eigentlich zu klein bin, als dass ich mich an irgendetwas davon wirklich erinnern könnte. Mich würde interessieren, ob ihr durch Zufall dieses kleine Büchlein auch gelesen habt, was ihr davon haltet. Und ansonsten, ob ihr generell Bücher von ihm gelesen habt, die euch gefallen und die ihr mir vielleicht weiterempfehlen könntet. Ansonsten war es das für heute. Bis bald!